da? Rechter Hinweis. Ah, hier so. So. Ah, okay. Bist du veralbern? Come on. Hast dich gefrühstückt? Komm. Ah, die Pike brauchen wir anscheinend nicht mehr. Bevor wir hier anfangen zu rennen. Nochmal die Lampe auffüllen, ne? Wollen wir was sehen? Okay. Okay. Want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Das sind wir. Forgive me, Father. It won't happen again. Where to now? Up. Wir haben backflashed. Okay. Das scheint. Oh, wir sind wieder im Haus. Und wir kommen nicht zurück. Fantastisch. Können wir das hier anmachen? Natürlich nicht. Was ist hiermit? Okay, da können wir auch nicht machen. Ah. Rotieren. Rotieren können wir, da sind wir ganz stark drin. Ja, schreib erstmal zu Ende und dann lesen wir vor. Im Keller, also ein Zeitungsausschnitt. Im Keller des Hauses von Jacob Hyde wurde eine Folterkammer entdeckt, in der unter Umständen nicht nur Norton, sondern auch viele andere der vermissten Personen festgehalten wurden, die in den letzten Jahren in der Umgebung von Blackstone verschwanden. In einer weiteren Kammer wurde der Sohn des Beschuldigten, Nicholas Hyde, gefunden. Aufgrund seiner psychischen Verfassung konnte er jedoch nicht vernommen werden. Hydes Sohn, der keinerlei Kontakt zur Außenwelt hatte und sehr wahrscheinlich traumatisiert ist, wurde unverzüglich in eine psychiatrische Klinik in Providence überführt. Der Sheriff äußerte seine Hoffnung, dass der junge Mann nach seiner Genesung in der Lage sein wird, ihm mitzuteilen, in welchem Ort sich sein Vater vor der Justiz versteckt hat. Boah! Ist während deiner Abwesenheit geplant, dass auf YouTube noch weitere Videos kommen? Ja. Okay. Ja, tschö. Okay. Es macht immer mehr Sinn. Dieses Gerät hatte doch Blut drunter, oder? Als Lieblingsstück meiner Mutter. Es war ein Geschenk von einem Freund der Familie. Mein Vater mochte die Statue überhaupt nicht. Er dachte, es sei ein Symbol für etwas, an das er nicht einmal denken wollte. Der Partner meines Vaters, George, hat sie meiner Mutter geschenkt. Dann spielte ihm das Schicksal übel mit, als ich noch ein Kind war. Ich bekomme von ihrem Anblick immer noch eine Gänsehaut. Na, was da wohl passiert ist, wollen wir mal nicht drüber reden. So, Kamerad, ich würde hier ganz gerne irgendwie weiterkommen. Ja, fantastisch.
Die stand, ja, ganz am Anfang stand die da, ganz genau. Bücher. Yep. Aber ich schrecke auf. Folge dem Kommandos deines Vaters. Was meinst du damit? Irgendwo beschleicht mich das Gefühl, dass das Ende ziemlich verwirrend wird. Das kann sehr gut sein. Ist da der Boden? Nein. Ja, was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Jetzt gesagt, dass hier irgendwas drauf ist. Aber ist es nicht? Schnaps. Wenn wir die Tür zumachen. Und wieder auf. Okay. Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee, was wir machen müssen? Gibt's einen Vorschlaghammer? Mit der Pike meinst du? Welche schöne Idee. Fenster aufkriegen. Ne, sind alle verschlossen. Hallo? Wieso krieg ich... Ich komme hier nicht durch. Was war das für ein Geräusch? Was war das? Papiere scheinen uns egal zu sein. Eine Fallluke an der Decke. Ich glaube nicht. Ich sehe halt nichts auf der Luke, ne? Auch an der Decke. Nein. Ich glaube, dass hier noch irgendwas ist. Bitte mach auf. Nein. Die gibt es noch. Yep, das war der Mechanismus an der Statue. Please, I'll go crazy if you don't let me out. I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others. No, no, no. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here, I deserved it. He cheated on her. Did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite boxes. This way. This is my chance. Was? Was? Was macht der? Ich kann nichts machen. Wo bin ich? Wo bin ich? Bin in den Ausgang. Bindelicht?
Hallo? You fucking brat! Ooh. Father, I didn't do it! Stay away from my inn, Nicholas! Don't scare off the guests! Don't steal from the rooms! Oh, sorry. But I've never, I swear to God! How dare you take his name in vain! You have no God in your heart, you damn little shit! Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble! People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now it's time for me to open fire. Ich brenne. Ich brenne. Willst du verarschen? Ja, danke. Am besten bewege ich mich nicht. Am besten bewege ich mich nicht. Okay. Wir sind Kapitel 12. Ich hätte mich eben nicht bewegen sollen. Wenn es brennt, läuft man weg. Ja, oder man bewegt sich gar nicht erst während der Simulation. Hey, Tani, grüß dich. Ja, Entschuldigung. Ich bewege mich einfach nicht, okay? So, ich bin nämlich an der falschen Stelle gespawnt. Back, Nicholas. You knew you couldn't escape punishment. Father? How is this possible? Okay. Up the mine. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Laufen ist eine gute Idee. Laufen. Palim. Hochziehen ist eine gute Idee. Ziehen. Lauf, Kamerad. Lauf. Da lang. Da? Runter da. Oder? Um Gottes Willen. Wir sind wieder im Hotel. Lauf! Da lang. Oder auch nicht. Mach was. Los, jetzt mach schon! Lauf! Don't look back! Nein. Nein. Nutze es für deinen Vater! Hau die Birne! Oh, das war richtig. Kannst du mal bitte durchhauen? Und jetzt lauf! Luke. Wir sind wieder bei Dead by Daylight. Ich habe eine Luke gefunden.